Es ist hellichter Tag. Ort der Handlung, ein kleines Waldgebiet im Bezirk Magdeburg. Die Akteure Heinz Meinhardt und seine Wildschweine. Er hat sich mit ihnen gemein gemacht. Jetzt ist er einer der ihren, Schwein unter Schweinen, ohne dass das für ihn ein Schimpfwort wäre. Er lebt mit den Schwarzkitteln in freier Wildbahn. Sie bestimmen Anfang und Ende seines Tageslaufs. Und das seit Jahren. Seit 20 Jahren ist Heinz Meinhardt Amateurfilmer. Meine lieben Zuschauer, wie Sie sich selbst überzeugen können, besteht nun auch noch nach 11 Jahren der Sozialkontakt zu dieser freilebenden Schwarzwildpopulation. Erst im 10. Jahr gelangen uns solche interessanten, wohl bisher einmalige Filmaufnahmen, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Ich möchte Playback-Experimente machen, das heißt den Schweinen Laute über das Tonband vorspielen und ihre Reaktionen dabei beobachten, und sie müssten mich dabei filmen. Dass dieses attraktive, urige Wild noch so zahlreich in unseren Wäldern zu Hause ist, verdanken wir unseren Jägern. Sie achten darauf, dass sie nicht überhand nehmen, denn so nützlich Wildschweine im Wald sind, können sie erhebliche Schäden auf unseren Feldflächen anrichten.